Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren der Landesregierung, verehrte Gäste auf der Tribüne! Jedes Jahr ist es ein besonderer Tag, wenn wir unmittelbar vor dem Hessentag eine Landtagssitzung haben, weil unmittelbar vor dem Hessentag haben wir besondere Gäste zu begrüßen, auch in diesem Jahr. Wir sind in diesem Jahr in Herborn. Wer noch nie da war, hat einen großen Fehler gemacht. Und ich war im Vorfeld da, wo noch keine großen Massen durch Ihre Stadt gegangen sind. Es ist eine wunderschöne Stadt. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, wie ich es gleich am Anfang gesagt habe, weil das von Ihnen auch gesagt wird. Und die, die wir heute begrüßen, ist zunächst einmal der Bürgermeister dieser schönen Stadt, Herr Benner. Herzlich willkommen Ihnen heute hier im Hessischen Landtag. Ich weiß, was in Ihnen vorgeht, ungefähr als ehemaliger Hessenstadtmensch. Sie sind eigentlich froh, dass das bald beginnt. Und Sie sind vor allen Dingen froh darüber, dass Sie so ein blendendes Hessentagspaar mitgebracht haben. Ich begrüße herzlich das Hessentagspaar 2016, Janina Till und Zettin Zillig. Herzlich willkommen. Sehr geehrte Frau Till, lieber Herr Zillig, dass Sie nicht nur Hessentagspaar sind, sondern noch mehr vorhaben in Ihrem Leben, ist uns ja so bekannt geworden. Herr Zillig ist Polizeibeamter, also die Sicherheit ist schon einmal gewährleistet dann beim Hessentag. Und Frau Till, Kollegin Till, darf ich sagen, hat vor 3 Wochen ihr zweites Staatsexamen als Lehrerin für Haupt- und Realschule gemacht. Auch hier noch einmal herzlichen Glückwunsch dazu. Also die Herren Minister Beuth und Professor Lörz sind ausdrücklich jetzt mit einbezogen in die Qualität unseres Hessentagspaares, aber erst nach dem Hessentagspaar wieder. Dann freue ich mich sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass Sie unter dem Aspekt "So bunt ist das Leben" uns auch Leben in den Hessischen Landtag bringen werden, weshalb ich Sie nun ans Mikrofon bitten darf und Ihre Reden zu halten. Herr Benner, fangen Sie bitte an, und dann kommt das Hessentagspaar. Bitte schön. Sie können beide mit nach vorne kommen. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, verehrte Damen und Herren der Hessischen Landesregierung, verehrte Damen und Herren Abgeordnete des Hessischen Landtages. Ja, wir freuen uns, so sagt man bei uns, auf den Hessentag, der in 3 Tagen und wenigen Minuten beginnen wird, der 56. Hessentag in unserer schönen Stadt. Und wir sind heute hier, um Sie ganz herzlich einzuladen, für diese 10 Tage nach Herborn zu kommen, sich die Stadt anzuschauen und den Hessentag erleben. Der Hessentag ist ja eine sprichwörtliche Erfolgsgeschichte unseres Landes, und das schon seit 56 Jahren, und dazu auch noch in diesem Jahr, wo unser Land 70 Jahre besteht. Also große Feste, die zusammenfallen. Es ist auch für uns wichtig, und deswegen möchte ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen, Herr Ministerpräsident, bedanken, dass wir den Zuschlag bekommen haben, Hessen der Stadt sein zu dürfen. Und wir hoffen, dass wir das Vertrauen, was Sie in uns gesetzt haben, dann auch erfüllen werden. Das sprichwörtliche Wetter, ich hoffe, dass es einsetzt, weil der Ministerpräsident hat zu mir schon des Öfteren gesagt, fürs Wetter sind Sie zuständig. Diese Verantwortung, die lehnt er dann ab. Also ich arbeite daran, dass es funktioniert, dass wir schönes Wetter haben und dass wir uns sprichwörtlich freuen können. Der Hessentag, das große Fest der Hessen und das größte Landesfest in unserer Republik. Und unser Motto ist, so bunt ist das Leben. Und sprichwörtlich bunt sind auch das Hessentagspaar in ihrer Kleidung. Bunt ist unsere Stadt, bunt ist unsere Umgebung. Und das alles zusammen spricht sich dann in diesem einzigen Satz aus, sodass wir diese Fröhlichkeit, diese Buntheit mitnehmen wollen in diese 10 Tage. Und ich hoffe, dass ich dann sehr, sehr viele von Ihnen sehen werde zu der einen oder anderen Veranstaltung, wo wir ja dann auch sein werden, und lade Sie nochmals ganz herzlich ein. Ich bedanke mich, dass wir hier im Landtag sein dürfen, und wir freuen uns auf den 56. Hessentag. Schönen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrter Herr Ministerpräsident und sehr geehrte Damen und Herren!
Wir als Hessentagspaar, also als Repräsentanten der Stadt Herborn, bedanken uns für die heutige Einladung zur Landtagssitzung hier in Wiesbaden. Die Stadt Herborn wird in den kommenden 10 Tagen, vom 20. bis zum 29. Mai, nicht nur einfach Herborn sein, sondern auch die heimliche Hauptstadt des Landes Hessen. Ja, in ein paar Tagen ist es wieder soweit. Der Hessentag in Herborn steht jetzt endlich nach langer Vorbereitungszeit vor der Tür. Und er gilt als eines der größten oder eigentlich sogar das größte Landesfest in Deutschland. Und wir als Hessen können stolz sein, dass wir es jedes Jahr schaffen, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Dabei gilt mein Dank auch noch einmal der Stadt Herborn, die vor knapp 2 Jahren die Genehmigung für den Hessentag bekommen hat und seitdem ununterbrochen und auf höchstem Niveau arbeitet, um uns Bürgern ein buntes und vielseitiges Programm zu bieten. Die Vorbereitungen laufen jetzt schon seit über einem Jahr, und neben den ganzen Organisatoren, Veranstaltern und auch den freiwilligen Helfern haben wir als Hessentagspaar bereits eine ereignisreiche Zeit hinter uns mit vielen Begegnungen und vielen Erlebnissen. Neben kleineren regionalen Veranstaltungen dürften wir auch viele überregionale Termine, wie z.B. in Berlin, in Frankfurt oder auch wie heute hier in Wiesbaden, wahrnehmen. Das Amt des Hessentagspaares war bisher für uns eine besondere Aufgabe, und wir haben uns stets bemüht, unser Bestes zu geben. Auch wenn es bestimmt in den nächsten Tagen anstrengend für uns wird, wollen wir diese Einstellung in den nächsten 2 Wochen bis zum Ende des Hessentags beibehalten. Ja, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ja, sehr geehrte Damen und Herren! Der Hessentag ist nicht nur ein Festival, sondern auch eine Förderung des Zusammenlebens der Menschen mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Damit will ich persönlich meinen Dank an den damaligen Ministerpräsident Georg August Zinn aussprechen, dass er den Hessentag ins Leben gerufen hat. Ursprünglich war das Ziel einer solchen Veranstaltung, Zuwanderer, Vertriebene und Flüchtlinge zusammenzubringen, um ihnen ein Gefühl zu verschaffen, Hesse zu sein, wie damals der damalige Ministerpräsident schon gesagt hat, nämlich Hesse ist, wer Hesse sein will. Wie wichtig die Integration in der heutigen Zeit ist, zeigen uns die aktuellen Zahlen der Flüchtlingssituation. Der Hessentag ist genau das, was wir brauchen, um Flüchtlingen zu zeigen, wie wir hier in Deutschland leben. Wichtig dabei ist, dass sie sich mit unseren Normen und Werten vertraut machen, dass sie das Gefühl bekommen, dass sie zu Hause sind. Ich finde es immer wieder schön, wenn viele Menschen zusammenkommen und viel Spaß bei so einem Festival haben. Ich hoffe und appelliere an die Regierung, dass der Hessentag immer bestehen bleibt, um ein Vorbild zu sein, wie wir gemeinsam mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Herkunftsländern zusammenleben und Spaß haben können. Genau das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Mein Dank geht hier auch an die ehrenamtlichen Helfer der Stadt Herborn, die stets zusammen mit der Stadt Herborn kooperieren, um ein solches Festival auf die Beine zu stellen. Ohne diese Helfer kann man den Hessentag, den wir in Herborn in ein paar Tagen erleben werden, nicht organisieren. Zum Abschluss. Ja, zum Abschluss laden wir Sie alle herzlich zum Hessentag von 20. bis 29. Das ist ja schon in ein paar Tagen, also ist am Freitag, nach Herborn ein. Wie schon damals beim ersten Hessentag in Herborn 1986, bei dem das Fest unter dem Slogan „Mir freue sich auf den Herborner Hessentag“, sage ich jetzt noch einmal „Mir freue sich auf den Hessentag 2016 in Herborn“. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Frau Till und lieber Herr Zellig, ich hoffe sehr, dass Sie diese 10 Tage gut überstehen. Sie sehen ja alle fit aus, Herr Bürgermeister. Ich habe gut trainiert vorher. Wir werden auch alle kommen. Und mit Herrn Krüger und Herrn Reif und auch der Ministerin seid ihr noch gut vertreten da oben. Also 3 sind schon mal da, dauerhaft. Die anderen werden auch kommen. Wir wollen uns alle auch bemühen, dass wir das Fest gut feiern. Und ich habe vorhin schon gesagt, das Wetter ist ein ganz wesentlicher Faktor. Aber ich muss Ihnen auch sagen,
trotz dem Hinweis, dass Sie zuständig sind, wir machen es Gott sei Dank nicht so sehr. Das müssen wir alles aushalten. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Den Herbornern wünschen wir ein freudiges Fest. Es gab Feste, da haben die nie einen Schlaf gefunden. Die wollten auch keinen Schlaf finden. Das hoffe ich auch. Nur wenige wollen wegfahren während der drei Tage. Alles Gute für das Fest der Hessen. Bitte? Das weiß ich Bescheid. Ich komme runter. Ich komme jetzt zu Ihnen runter, deswegen, weil ich Ihnen etwas geben will, zur ewigen Erinnerung. Und dann ist es auch besser. Und wenn ich aufstehe, das müssen Sie wissen, im Gegensatz, wenn Sie als Bürgermeister aufstehen, wenn ich aufstehe, ist die Sitzung unterbrochen. Das geht so. Meine Damen und Herren, Sie können reden. Meine Damen und Herren, das war der Besuch unseres diesjährigen Hessentagspaares. Und bevor wir in die Sitzung eintreten, darf ich auf der Tribüne die Vorsitzende des Vereins der ehemaligen Landtagsabgeordneten, unsere ehemalige Kollegin Inge Felde, begrüßen. Liebe Inge, herzlich willkommen. Applaus